Ja, sehr geehrte Damen und Herren, wir hatten heute in der gemeinsamen Fraktion CDU-CSU die reguläre Wahl des Fraktionsvorstandes. So wie es in unserer Geschäftsordnung geregelt ist, wird nach einem Jahr, nach Beginn der Wahlperiode, der Fraktionsvorstand neu gewählt und das dann auch für die weitere Wahlperiode. Es standen, wie bekannt, ja für die Wahl des Fraktionsvorsitzenden zwei Kollegen zur Wahl, Volker Kauder und Ralf Brinkhaus. Die Wahl wurde bei 239 abgegebenen Stimmen durchgeführt, mit zwei Enthaltungen. Auf Ralf Brinkhaus empfielen 125 Stimmen, auf Volker Kauder 112. Ralf Brinkhaus ist damit zum Fraktionsvorsitzenden der gemeinsamen CDU-CSU-Fraktion gewählt. Ich gratuliere dir ausdrücklich, Ralf. Freue mich auf die gute Zusammenarbeit für die Zukunft. Ich weiß, das ist ein herausforderndes Amt. Du hast dich vollem Bewusstsein für dieses Amt beworben und das Vertrauen der Fraktion heute erhalten. Die Fraktion hat Volker Kauder in einem langen Applaus für seine herausragende Arbeit der letzten 13 Jahre gedankt. Wir gehen jetzt in das weitere Verfahren der Wahl der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden und der weiteren Positionen der gemeinsamen Fraktion und wollten Sie unterrichten, dass wir gemeinsam daran denken, die gute Arbeit zwischen CDU und CSU in dieser Fraktion auch für die Zukunft in dieser Wahlperiode fortzusetzen. Ja, vielen Dank, lieber Alexander. Alexander Dobrindt hat heute als erster stellvertretender Fraktionsvorsitzender die Wahlen geleitet und organisiert. Ich freue mich riesig über das Wahlergebnis. Ich denke, jetzt geht es darum, ganz schnell wieder an die Arbeit zu kommen. Wir haben anspruchsvolle Projekte vor uns und insofern ist es auch gut und richtig, dass wir jetzt gleich unsere Fraktionsführung weiter durchwählen. Dann sind wir morgen auch wieder dabei, das zu tun, was die Menschen von uns erwarten, nämlich an der Sache zu arbeiten. Und insofern freue ich mich jetzt auf die nächsten Tage, auf die nächsten Wochen, auf die nächste Zeit. Und alles andere werden wir dann später auch erläutern. Und jetzt würden wir beiden gerne wieder zurückgehen, weil wir auch unsere Wahlzettel gerne abgeben möchten, denn unsere Fraktionswahlen werden fortgesetzt. Ich habe ganz, ganz großen Respekt, und das ist mir an dieser Stelle auch noch mal wichtig zu sagen, vor der Leistung von Volker Kauder. Der lang anhaltende stehende Beifall in der Fraktion, für ihn hat das auch gezeigt, welch hohes Ansehen er bei uns in der Fraktion genießt. Und das hat er sich wirklich ganz, ganz, ganz hart verdient und auch erarbeitet durch seine langjährige, sehr erfolgreiche Tätigkeit. Und jetzt schauen wir gemeinsam nach vorne und freuen uns auf die nächsten Wochen. Ganz herzlichen Dank. Dankeschön.